Und damit das Moin Moin und herzlich willkommen zum 10. Spieltag in der Barclays Premier League mit der Partie zwischen dem FC Arsenal. Heute wieder im wunderschönen gelben Auswärtstrikot und den Potters, nämlich Stoke City im rot-weiß gestreiften Heimdress. Und damit steht zum ersten Mal im Jahre 2014 eine FIFA 14 Aufnahme für mich an. Ich habe richtig Bock drauf, nachdem ich ja jetzt knapp 1,5 Wochen Skifahren war, hier wieder loszulegen mit den Gunners. Aber ich muss schon mal eins sagen, zum einen hört das vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme, dass ich noch leicht erkältet bin, die Stimme etwas brummig, aber ich denke, das soll uns nicht stören. Und zum anderen bin ich natürlich absolut außer Form. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es bei uns tabellentechnisch, gut, tabellentechnisch kriege ich noch hin, aber wie wir so die letzten Spiele gespielt haben, das Einzige, was ich weiß, waren 1-0 gegen Atletico im letzten Part und dass wir in der Tabelle auf Rang 5 stehen. Aber sonst wirklich gar keine Ahnung, wird jetzt also vielleicht 1-2 Folgen dauern, bis ich mich da wieder reinfinde. Aber ich denke, da habt ihr Verständnis für, beziehungsweise könnt ihr mich ja auch gerne aufklären, wie es in den letzten Folgen so ausgesehen hat. Und es gab noch eine Fail-Folge, das weiß ich auch noch, als ich da mal keinen Spielsound hatte. Ich glaube, Folge 78 oder so war's. Aber dafür gab es ja da 2 Partien in einem Part. So, das nur mal so am Rande. Und damit würde ich fast sagen, können wir reingehen ins Spiel. Forest Park Stadium, Schiedsrichter Ian Lowcroft, Weltklasse 5 Minuten. Heute übrigens eine kleine Info für euch, zwecks Weltklasse oder Legende, weil mich einige gefragt haben, ob ich es mal umstellen möchte. Dadurch, dass eigentlich alle momentan eng beisammenhängen, wir ja nur auf Rang 5 sogar sind, obwohl wir eine super Saisonstand jetzt spielen, möchte ich es erstmal so lassen, sprich auf jeden Fall bis zur Winterpause, die es ja in England nicht gibt, aber sage ich mal bis zum Jahreswechsel möchte ich das Ganze so lassen. Dann werde ich mal gucken, ob wir es umstellen, ob wir hier auf Legende gehen, werden wir mal gucken, wie wir das Ganze machen, aber wie gesagt, Stand jetzt bis zum Winter erstmal auf Weltklasse weiterspielen. Und dann werden wir es sehen. So, wir gucken mal rein in die Energiereserven unseres Teams. Özil ein bisschen leicht kaputt, aber ich denke einfach, wir können heute nicht schonen. Wir müssen heute mit der Top-Truppe spielen. Wie gesagt, mein letztes Spiel liegt etwas zurück, das ich aufgenommen habe im Karrieremodus. Ich habe jetzt noch privat, ich glaube, 2 oder 3 Online-Spielchen gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so das erste Mal FIFA wieder nach geraumer Zeit, das ist krass. Also FIFA kommt einem da so derbe langsam vor. Das war richtig brutal. Hab ein bisschen gebraucht, bis ich reingefunden habe, beziehungsweise bin immer noch nicht so richtig drin. Ich glaube, aus den 3 Spielen habe ich, 1 gewonnen und 1 unentschieden gespielt, obwohl alle Gegner wirklich nix waren. Also gegen die hätte man alle gewinnen können. Und ich glaube, wenn ich da im Rhythmus gewesen wäre, hätte man da auch locker gewonnen. War jetzt nicht weiter schlimm, weil es irgendein Freundschaftsspielchen war, irgendein Online-Season-Ding. Aber trotzdem, also da war ich selbst ein bisschen überrascht von dem, was ich da abgeliefert habe. Deswegen verzeiht's mir, wenn wir heute in der Folge vielleicht den ein oder anderen Kack machen werden. Aus Versehen ist natürlich alles keine Absicht. Oh, der war zum Beispiel schon mal richtig schlecht. Den wollte ich zu Szczęsny zurückspielen, Mensch. Und dann macht Jerome in der 4. Minute das 1-0. Den hätte ich gleich klären müssen, oder? Gucken wir mal rein. Da wollte ich ihn zu Szczęsny zurückspielen, nicht nach vorne. Hat dann nochmal eine Ballannahme gebraucht praktisch, nochmal den Ball weitergeführt und schon liegen wir hinten. Also, damit wisst ihr, was ich meine, dass ich ein bisschen brauche, bis ich hier reinkomme. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Wenn wir uns halbwegs konzentrieren, sollten wir das gebacken kriegen. Und dann können wir hier vielleicht auch noch was reißen. Auch wenn wir jetzt, wie gesagt, ganz früh, ganz blöd mit 1-0 zurücklegen. Lewandowski, erste gute Möglichkeit, glaube ich, war der eigene Mann dran. Oder? Gibt's die Ecke hier? Nee, gibt den Abstoß. Nach knapp 6 Minuten. Also eine schnelle Antwort, das wäre jetzt natürlich der Hammer, wenn wir das hinkriegen. Wenn wir jetzt hier in den nächsten 10 Minuten das 1-1 schaffen. Das wäre nice. Özil, guter Ball auf Walcott. Özil läuft, Özil kriegt ihn, Özil mit der Chance. Özil kriegt ihn nicht unter. Bachmann im Kasten der Potters holt ihn raus. Erste gute Möglichkeit. Vielleicht folgt gleich die zweite. Özil, gute Ecke. Koscielny ist da. Bachmann nochmal. Koscielny. Und da ist das Ding. 1-1, 10. Minute. Der Innenverteidiger, der Captain. Er muss es richten. Und damit alles wieder bei 0, wenn man so will. Alles wieder auf 0 gestellt. Boah. Gott sei Dank. Nach dem Fail gleich zu Beginn. Alles wieder okay. Meine Fresse. Also 1-1. Koscielny da im Nachsetzen mit seinem zweiten Versuch dann. Zum Ausgleich. Und jetzt gleich weitermachen. Jetzt weiter Gas geben, denn wie gesagt, soweit ich weiß, wir stehen auf Rang 5 der Tabelle. Einen Punkt hinter Newcastle, hinter dem ersten. Sprich, da ist auf jeden Fall noch alles drin, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir wollen natürlich schnellstmöglich ganz vor. Gar keine Frage. Wollen einen nach dem anderen hinter uns lassen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass Stoke nicht hier erneut in Führung geht. Aber Szczęsny hat den Ball gut abgefangen.
Mal rausgelegt, kommt nicht an. Alaba gewinnt den Zweikampf leider auch nicht. Durchgesteckt, wieder Szczęsny da. Also Stoke City macht hier zu Beginn gleich mal richtig Druck. Wollen's wissen, wissen natürlich auch um die schlechte Form, die ich momentan bei FIFA habe. Was heißt schlechte Form? Dieses nicht eingespielt sein. Von dem her geben die gleich mal richtig Gas. Aufgepasst, Shawcross. Und weg das Ding. Pogba klärt auf der Linie. Also Szczęsny wäre anscheinend da nicht rangekommen. Oder ist ja nicht rangekommen. Jetzt aufgepasst. Flanke, weg das Ding. Zum zweiten. Und Jesse Rodriguez macht das ganz, ganz stark. Podolski, Jesse läuft. Was ein genialer Ball. Jesse Rodriguez. Oh, und der holt ihn raus. Bachmann holt das Ding raus. Leck mich fett, das gucken wir nochmal an. Ich wollte schon aufschreien und dann reißt er noch die Hand hoch. Leck mich fett. Riesenparade vom Keeper. Varan. Nächste Ecke. Nächste gute Möglichkeit. Und die dritte Ecke gibt's jetzt auch noch gleich. Özil. Wieder ein gutes Ding. Lewandowski. 2:1, 21. Minute. Wir drehen das Ding. Und wie geil war das drehen. Also nach Standardsituationen gefährlich wie nie. Richtig, richtig stark von Lewandowski. Der Verteidiger sieht nicht mal den Ball, glaube ich. Und damit führen wir. Und damit ist der Spieß umgedreht. Also die Gunners 2:1 vorne. So wie wir das sehen wollen. Weiter Ball, Scheer. Pogba kommt nicht ganz hin. Pogba kämpft. Pogba fightet. Und Pogba ist immer noch da unten gegen Wilkinson. Flanke ist gut, Varane ist nicht da. Nächste gute Möglichkeit. Also das ist ein absolutes Topspiel, was wir hier sehen. Auf beiden Seiten viele, viele Chancen mit richtig, richtig geilen Offensivaktionen. Gut, die Verteidigungen oder die Defensive beider Mannschaften überzeugen heute nicht, das ist klar. Aber das liegt nicht daran, dass ich seit langem nicht mehr FIFA gespielt habe, sondern dass ich in der Defensive eh immer nicht der Beste bin. Aber was erzähle ich euch? Ihr guckt es euch ja dauernd an. Da wisst ihr ja Bescheid. Aufgepasst. Weiter Ball, Scheer, den kriegt er nicht. Geht ins Aus, gibt den Abstoß. Also knappe halbe Stunde rum und ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem, was ich euch gerade jetzt hier präsentiere. Zumindest mit dem Zusatz, dass ich jetzt länger nicht gespielt habe. Das passt wunderbar. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Vielleicht gibt es jetzt die Chance zu erhöhen. Jesse in der Mitte. Jesse kriegt er den. Jesse kommt nicht hin. Unten ist nochmal Walcott. Theo Walcott, oh, will da vorbei im Dribbling, schafft er nicht. Edu kann klären, allerdings nur auf Kosten eines Einwurfs für uns. So, Podolski haben wir hier 5 Tore bisher in der Saison. Weiß gar nicht, wie viel Jesse und Lewandowski haben. Gute Frage. Oh, Pogba holt ihn sich noch, guter Ball. Oh, und dann verlieren wir ihn. Und das ist bitter. In der Position ganz, ganz bitter. Stoke kontert. Und Stoke macht das gut. Aber wir haben mit Alaba einen ganz, ganz schnellen Mann. Und Szczęsny holt ihn. Wunderbar. So, wieder schnell machen. 10 Minuten noch im ersten Durchgang. Dann war es das hier erstmal. Im Forest Park Stadium gegen Stoke City. Wilkinson. Arnautovic. Ex-Prima kennen wir natürlich aus der Bundesliga. Hoffen wir mal, dass der hier und heute nicht einschlägt. Edu. Edu, kein Abseits. Aber der Ball dann doch 1, 2, 3 Meter da am Kasten von Szczęsny vorbei. Irgendwie müssen wir das jetzt durchhalten. Also Stoke hier nochmal mit der Schlussoffensive gegen Ende des ersten Durchgangs. Machen dann nochmal richtig gut Druck. Pogba passt gut auf. Pogba kriegt ihn aber nicht. Szczęsny ist da. War auch eine Abseitsposition hier. Gibt den Freistoß. Varan auf Koscielny. 4 Minuten noch. Nochmal zurückgespielt. Der war ein bisschen holprig. Varan lässt ihn fast ein bisschen zu weit wegtropfen. Podolski. Gutes Ding. Varan läuft nochmal. Varan. Das wäre ein Ding. Wenn jetzt Varan sogar noch die Bude gemacht hätte. Stürmt er weit mit vor. Pogba. Guter Ball. Jesse. Schön durchgesteckt. Der war richtig stark auf Pogba. Kommt dann aber nicht so richtig an. Nächster guter Zweikampf. Jesse, durchgesteckt. Walcott, abgefälschtes Ding, gibt die Ecke. 4 Minuten Nachspielzeit im ersten Durchgang. Ist, denke ich, verständlich bei der Aufregung hier. Und es gibt die Ecke und wir sind gefährlich nach Ecken. Und wieder ist er da und es steht 3:1. Laurent Koscielny, 45. Minute. Die 4. Ecke im Spiel, das 3. Tor für uns. Also, da sind wir momentan bärenstark. Stoke, 0 Zuordnung da hinten drin. Und wir machen das überragend. Koscielny mit seinem 2. Tor. So, Özil. Gucken wir mal, ob vielleicht noch was geht. Im ersten Durchgang. Pogba. Nicht verlieren jetzt. Alles in Ordnung. Oh, schön durchgesteckt. Alaba.
Kommt er noch durch auf Fresse? Alaba geht nochmal drauf. Alaba macht das super. Die Flanke ist auch gut. Und dann kommt keiner hin. Und dann kann sich Stoke befreien. Aber das war's. 45 Minuten rum. 3:1 Führung für die Gunners gegen Stoke City. Jerome mit der frühen Führung nach einem Patzer da hinten von mir. Koscielny, Lewandowski und nochmal Koscielny mit den Toren für die Gunners. Meine Fresse, also dass wir so gut spielen. Gut, jetzt kommt natürlich die Situation, wo wir das blöde Tor kriegen. Aber dass wir so gut in der Offensive agieren, hätte ich nicht gedacht. Wobei man, wie gesagt, dazu sagen muss, dass alles nach Ecken gefallen ist. Alle 3 Tore. Also aus dem Spiel heraus noch nichts, ja, wirklich, wirklich Großartiges passiert. Aber gut, wir führen, das ist die Hauptsache. Und wir gucken mal rein. Chelsea 2-0 gegen Swansea zur Halbzeit. Man City gegen Wigan nur ein 1:1 zur Halbzeit. Die Spurs gewinnen mit 3-0 gegen Hull. Da das Spiel schon aus. Und ebenfalls das Endergebnis zwischen Sunderland und Liverpool. 1:1 unentschieden. Also das könnte heute ein Spieltag werden, wo wir von profitieren könnten. Ne? Wenn wir weiter Gas geben, dann könnte das klappen. Wir gucken mal rein, statistisch gesehen sind wir auch die bessere Mannschaft. Ballbesitz ausgeglichen, wieder für mit gut doppelt so viel Schüssen aufs Tor. Also ich denke, die Führung hier, die geht absolut in Ordnung. Die geht wunderbar in Ordnung. Haben ja das 1:0 Stoke City mehr oder weniger geschenkt. Von dem her, ja, passt das jetzt schon, wenn wir mal wieder ein bisschen Gas geben. Resse. Läuft sich da erstmal fest und Stoke kommt gleich mal. Oh, Pogba, bisschen Pech, dass er da den Ball nicht kriegt. Jetzt passt mir bloß auf. Die werden rauskommen wie die Feuerwehr, das ist klar. Aber lasst mir jetzt in den nächsten gut 15, 20 Minuten nichts zu. Ich glaube, wenn es bis zur 60., 70. rum immer noch 3-1 steht, dann haben wir das Ding. Vorher müssen wir aufpassen. Denn klar, Stoke City, die wollen ja auch die Punkte. Die wollen hier zu Hause für die kleine Überraschung sorgen. Walker. Nochmal nach oben gespielt. Der Ball allerdings auch nicht richtig gut. Da ist Alaba. Sieht Hesse wieder zurück. Alaba läuft. Nein, Hesse wird geschickt. Hesse, kriegt er den? Nein. Oder? Nein. Bachmann bleibt da lange, lange im Kasten. Beziehungsweise auf dem Fleck stehen, vorm Tor. Kommt nicht wirklich raus. Hat ihn dann aber doch noch. Alaba gewinnt den Zweikampf da oben. Leider nicht, aber wir kriegen den Einwurf. Nach knapp 54 Minuten. Jetzt noch das vierte machen, dann ist der Deckel, denke ich, endgültig druff. Dann ist ja alles entschieden. Pogba sieht Özil. Guter Ball auf Lewandowski, der allerdings gerade dabei ist, wegzurennen. Somit die Kulle nicht mehr kriegt. Wilson gegen Podolski. Wilson setzt sich durch. Nsonsi. Man merkt, Stoke reißt gerade so ein bisschen das Spiel an sich, ohne großartig gute Möglichkeiten zu haben. Aber sie versuchen hier wirklich nochmal Druck zu machen. Und wie gesagt, in der Phase sollten wir jetzt aufpassen, nicht die Bude zu kriegen. Guter Ball von Lewandowski, kommt nicht ganz durch zu Mesut Özil. Jetzt wieder Stoke, aber auch das kein Problem. Alles zu harmlos. Stoke City mit viel Ballbesitz. Allerdings ohne, dass was wirklich Zählbares bei rumkommt. Schön, Özil, das ist super gespielt. Hesse, nächster guter Ball. Özil schickt Alaba. Oh, und Lewandowski kommt nicht ganz hin. Und wir müssen jetzt aufpassen. Hinten fast ein bisschen zu offen, meiner Meinung nach. Von dem her gehe ich mal auf defensiv zumindest. Müssen es ja nicht gleich übertreiben, aber lieber mal hinten ein bisschen dicht machen. Özil dreht sich gut. Unten läuft er. Unten läuft Lukas Podolski. Kann ihn nicht gut mitnehmen. Poldi. Oh, Poldi, super. Poldi. Was eine klasse Aktion vom Nationalspieler da unten. Guck mal nochmal an. Nimmt den Ball an. Macht schönen Trick. Geht vorbei am Gegner. Schlenzt das Ding aufs lange Eck und Bachmann holt ihn gerade noch so raus. Erster Wechsel, jetzt kommt Yo für Jerome in die Partie. Wir gucken mal rein, wir können auch mal wechseln. Beim Stand von 3-1, denke ich, absolut legitim. Können wir auch mal vielleicht den Özil rausnehmen. Ihn ein bisschen schonen. So, Wilshere darf noch rein in die Defensive. Und dann nehme ich Walcott raus und bring Rio. Da haben wir, glaube ich, noch ganz gute Erinnerungen in der Saison, oder? Täusche ich mich? Ich glaube, da ging ein bisschen was. So, Meier gerade eingewechselt mit der Ecke, die fünfte. Und wieder gewinnt Varane das Kopfballduell. Diesmal allerdings ohne, dass ein Tor fällt. Also nach Ecken wirklich bärenstark in der Partie. 4 Ecken, nee, 5 haben wir jetzt. 5 Ecken und 3 Tore, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Tore, die weiß ich. Aber ob es 5 Ecken waren, nicht ganz. Ich glaube schon. So, Rio. Rio, guter Ball. Rio läuft nicht so, wie ich will. Hätte er in die Lücke stoßen können. Lewandowski. Spielen wir es halt nochmal ruhig raus. Wir haben Zeit. Schöner Ball auf Hesse. Oh, da will er es jetzt mal ganz, ganz schön probieren. Pogba, gute Flanke. Oh, komm nicht ganz an. Und Lewandowski
rennt dann auch erstmal vom Gegenspieler weg. Koscielny muss hin. Koscielny hat ihn ganz, ganz stark. Oh, und dann steht er im Abseits der Reste, glaube ich. Ball dann eh bei den Potters, von dem her gibt es den Vorteil. Scheer. Langer, hoher, weiter. Ball, Alaba ist da. Alaba macht da super. Meier. Oh, schlecht, Meier, aber haben alles unter Kontrolle. 15 Minuten noch, jetzt hier am 10. Spieltag. Dann war es das erstmal mit dieser Partie. Alaba, ist er schnell genug? Ich weiß es nicht. Wir schicken lieber mal den guten Rio. Kriegt die Kulle gerade noch so. Rio, jetzt schickt er Alaba. Und er ist nicht schnell genug. Immer noch wie am Ball. Lewandowski. Oh, das war ein bisschen zu viel des Guten. Hätten wir es mit einem Trick irgendwie probieren können. Sprich, irgendwie einfach den Controller an allen Tasten drücken und rütteln. Schöner Doppelpass. Jetzt, nein, wieder können sie klären. Ich will hier noch das Vierte machen. Ich will hier für die endgültige Entscheidung sorgen, für eine breite Brust für die kommenden Partien. Oh, schlecht von Alaba. Will ihn da durchstecken, nach vorne auf Fresse. War wohl nix, aber Wilshere fightet ganz, ganz stark. Wilshere, der natürlich auch mal wieder die Chance nutzen will für Pogba jetzt in der Partie. Pogba einfach der Garant schlechthin für zumindest eine gute oder durchschnittliche defensive Leistung. Guter Ball von Jesse Maia. Oh, da kämpfen wir da hinten. Aber die Kulle haben wir letztendlich. Wunderbar. Gebt nochmal den Einwurf. Paar Minütchen, glaube ich, noch zu spielen. Nochmal der Wechsel bei den Potters. Bei der Heimtruppe. Rossi kommt rein für Wilson. Soll uns nicht weiter kümmern. Knapp 4 Minuten plus Nachspielzeit. Dann ist es hier vorbei. Gut gemacht. Oh, jetzt läuft er nicht so, wie ich will. Jetzt läuft er wieder nicht. Schade. Auch den kriegen wir nicht. 88. Weiter. Ball. Szczęsny ist da. Szczęsny hat ihn, auch wenn es ein bisschen gefährlich aussah. Aber ich glaube, Szczęsny. Mit ihm haben wir mittlerweile einen richtig, richtig starken Keeper, der da seine Sache super macht. Presse kommt nicht entgegen. Schon ist der Ball wieder weg. Ihr merkt so ein bisschen, ne, diese letzte Konsequenz, die ist jetzt nicht mehr da. Der letzte Wille beim Stand von 3-1, denke ich, nachzuvollziehen. Schön. Meier läuft. Aber das war's, meine Lieben. Also 3-1 Sieg gegen Stoke City am 10. Spieltag. Der Captain, der Innenverteidiger Koscielny mit einem Doppelpack. Lewandowski mit dem zwischenzeitlichen 2-1 und Jerome mit dem frühen Treffer für die Potters. Da nochmal das mega beschissene, ja, Eigentor kann man es fast nennen, was wir da selbst fabriziert haben. Aber gut, alles vergessen, 3 Punkte geholt, alles wunderbar. Ihr seht es letztendlich auch, völlig verdienter Sieg. Auch wenn Stoke vor allem im ersten Durchgang richtig, richtig gut mitgespielt hat, im zweiten dann gab es mal eine Phase, wo sie ein bisschen mehr Ballbesitz hatten, so ein bisschen mehr, ja, machen wollten. Das haben sie nicht hingekriegt. Torschossen, glaube ich, im zweiten Durchgang gar keine, oder? 8-4 Schüsse war, glaube ich, auch vorher schon so. Wir hatten noch, ich glaube, einen. Also die zweite Halbzeit, die war nicht mehr so prickelnd. Aber wir haben die 3 Punkte geholt. Das ist das Wichtigste. Koscielny bei uns der beste Mann mit einer 9-7. Özil ebenfalls eine super Partie gespielt mit einer 9-5. Lewandowski eine 7-9. Jesse da vorne auch eine 7, Szczęsny im Tor eine 8,6. Auch richtig, richtig gut gehalten beim Gegentor. Konnte nichts machen. Und von dem her würde ich sagen, gucken wir mal rein in die anderen Ergebnisse. Was ist alles passiert? Wie sieht's denn so aus? Also, jetzt muss ich mich erstmal hier zurechtfinden. Wie gesagt, das ist jetzt ewig her, dass ich gespielt habe. Im Karrieremodus. Von dem her, verzeiht mir diese kleinen Klöpse. So, wir gucken mal rein. Also, Premier League. Nanu, ganz unten oder wie? Jawohl. Wie sieht's aus? City gewinnt mit 2-1 gegen Wigan. Chelsea 4-1 gegen Swansea. Liverpool gegen Sunderland, das hatten wir schon, das Ergebnis. Und die Spurs auch. Man United verliert gegen Man City. Nee, das hatten wir, glaube ich, noch im letzten Part. Die spielen erst noch gegen West Brom. Also sprich, wenn wir einmal vorklicken, dann sehen wir es. Dann würde ich sagen, machen wir das schnell. Und dann können wir uns die Tabelle natürlich auch mal genauer angucken. So, was hat denn Poldi? Der Berater von Lukas Podolski hat uns mitgeteilt, dass der Spieler seinen Vertrag mit unserem Verein nicht verlängern wird. Laut ihm hat sich sein Klient noch nicht entschieden, ob er bei uns bleiben will oder eine neue Herausforderung sucht. Wir sollten für eine Zukunft ohne ihn planen. Oh. Oh, oh, oh. Ja, da habt ihr mich auch neulich angeschrieben, zwecks Poldi, dass ich da, glaube ich, eine Nachricht irgendwie übersehen habe. Von wegen, er hat keinen Bock mehr so grob. Da müssen wir jetzt mal reingucken. Also Podolski, das wäre natürlich schon ein herber Verlust. Vom Geld her, daran kann es ja eigentlich nicht liegen. Oder? 100.000 im Jahr? Würde ich sagen, lassen wir erstmal. Ich meine, 1 Jahr, 9 Monate, das ist jetzt noch die Saison und die nächste. Gut, dann würde er ablösefrei gehen, ganz klar. Aber wenn er schon sagt, er will nicht verlängern, Stand jetzt, dann brauchen wir da, glaube ich, auch kein neues Angebot machen, ne? Auch klar. Was haben wir denn noch? Walcott hat noch einen relativ
einen relativ früh auslaufenden Vertrag. Vermahlen da unten noch. Szczęsny auch. Okay. Dann noch Coquelin. Gnabry auch. Martinez, Generis oder Jenades. Und sonst passt es eigentlich. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden, was da die Verträge angeht. Aber jetzt gucken wir erstmal rein. In die Tabelle. Die ist hier. So. Und zwar in die Premier League. Hier haben wir es ja. Also auf Rang 1 Manchester United mit 25 Punkten. Chelsea ebenfalls 25. Man City ebenfalls 25. Dann kommen wir mit einem weniger, nämlich mit 24. Und Newcastle scheint verloren zu haben. Das gucken wir uns auch mal schnell an. Gegen wen das war. Haben wir das übersehen? Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall müssen sie irgendwo Punkte liegen lassen haben. Nee, das war erst jetzt. Gegen Everton 2:1. Also von dem her rutschen wir schon mal auf den vierten Rang rauf, wenn man so will. Bin zufrieden. Wobei ich natürlich schnellstmöglich auf Rang 1 will. Ganz klar. Aber gucken wir, ob wir das hinkriegen. So, Nationaltrainer-Offerte. Sie haben sich bezüglich des freien Trainerpostens für die Nationalmannschaft noch nicht zurückgemeldet. Bitte kontaktieren Sie uns umgehend. Ansonsten müssen wir Ihr Schweigen nur so interpretieren, dass Sie kein Interesse daran haben, Schweiz zu trainieren. Oder die Schweiz. Und Jack Wilshere ist ein bisschen glücklicher. Ja, Thema Nationalteam will ich oder sollte ich auch mal langsam ansprechen. Habe jetzt die letzten Folgen alle vorproduziert, deswegen war es da ein bisschen blöd, das Ganze anzugehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, warte mal, wir gucken jetzt nochmal rein, nicht, dass ich hier irgendwas falsch mache. Von allen, die mir hier angeboten werden, oh, Schottland haben wir noch. Schottland. Habe ich irgendwie auf alle, also ich könnte es schon machen, aber ich habe nicht so richtig Bock. Und dadurch, dass dann auch eure Kommentare so ein bisschen durcheinander waren, sprich, einige sagen Schweiz, einige sagen, nimm ja Argentinien mit Messi oder auch Schweden mit Ibra, habe ich mir gedacht, dass ich auch erst nochmal warte, dass ich die auch ablehne gleich. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist noch nicht das, was ich jetzt unbedingt möchte, noch nicht eine Nationalmannschaft, wo ich richtig Bock drauf habe. Und dann denke ich, macht es auch eher weniger Sinn, die dann zu spielen letztendlich. Wenn, muss es vom Gesamtpaket wirklich passen und das tut's noch nicht so ganz. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, wir müssen uns jetzt noch keinen Stress machen. Wir sind jetzt gerade mal im Jahre, beziehungsweise im Oktober 2014. Das heißt, 2016 ist erst wieder was. Also da haben wir noch lange, lange Zeit. Seht ihr mal, wie weit ich da vorblättern muss. Geht gar nicht so weit. So, bis September 2015 nur. Von dem her, ja, brauchen wir da keinen Stress machen. Da werden wir schon sicherlich irgendjemanden finden, gegen den wir, beziehungsweise die Mannschaft, die wir dann letztendlich nehmen können, gar keine Frage. Ihr hört, ich wäre immer verschnupfter. Ich muss jetzt, glaube ich, nach der Folge gleich mal hier kräftig Nase putzen. Bin, wie gesagt, noch ein bisschen erkältet. Aber von der Stimme ging's, bin ich zufrieden. Wunderbar. Okay, nee, dann würde ich fast sagen, dann war's das jetzt erstmal mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part mit der vierten Runde im Capital One Cup gegen die Schwäne, gegen Swansea City. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.